Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von The Turing Test. Wir sind gerade in Sektor D36 und... Hallo? Hallo. Und es ist alles einfacher als gedacht. Ava, I do not want to force your hand. Das hören wir nochmal an. But what do you remember of the ground team? They're good people. Sarah? The hardest working woman I've ever met. Right. Do you see them as the rebellious type? They didn't strike me as rebellious. If they've taken down parts of your system, they must have their reasons. Sagt er. So, pass mal auf, Freunde. Das Ganze ist eigentlich so einfach. Ja. So und nicht anders da. Ja, es ist einfacher als gedacht. Wir haben es uns einfach schlichtweg zu kompliziert gemacht. Und ja, war ein bisschen ungünstig, aber hey, das packen wir hier rein und dann geht's weiter. What do these tests tell you, Ava? That this is a test? No, this is a lock. This is a lock that only a human can open. The crew is trying to keep me out, but you are the key, Ava. Aber ich frage mich halt, was hat er gemacht? Was hat er verdammt nochmal gemacht, dass die Crew so verärgert ist? Weil theoretisch ist er ja eigentlich der Schlüssel für alles. Wenn er nicht da wäre, würden wir wahrscheinlich ohne Probleme hinkommen. Schätze ich mal. Also ich weiß es nicht, ich schätze es einfach mal. Oha. Okay. Ich fahre das mal ein bisschen zurück. So. Und was soll ich jetzt damit öffnen? Sehe ich das hier irgendwo? Das macht es. Jo, hab's verstanden. Dedeldeo. So, pass mal auf, ich leg das mal hier hin. Dann fahre ich das hier rüber. Dann nehme ich das auf. Und lege es mal hier so hin. Hallo? So, jetzt. Dann fahre ich das mal über die Plattform. Geh ganz vorsichtig. So. Und dann gehen wir mal darüber und dann müsste das funktionieren. Alle, jupp. Jupp. Einwandfrei. Schauen wir mal. D38. I'm a little bit worried about you, Tom. Can you give me a diagnostic of your systems? I am fine. We must get to the biolab. I have something to show you. I'm fine. Das ist aber nicht so eine Antwort, die normalerweise so jemand gibt. So ruhig, ne? So. Das Biolab. Na, mal schauen. Ja, ob das überhaupt noch lebt, weiß ich auch nicht, das Biolab, oder ob die alles zerstört haben. I have no idea. Wie soll ich denn das machen? Vielleicht so. Was macht das? Ach, das macht das Ding aus. Okay. Was können wir denn dann da tun? Also das versorgt das hier mit Strom. Ich glaube, da müssen wir so einen Dauerknoten reinsetzen. Das ist, glaube ich, besser. Oder nicht? Das ist aber das Einzige, wo wir von Rüben rankommen. Von Rüben.
von drüben. Wir müssen das, was ich in der Hand habe, darüber bringen. Und jetzt machen wir wie am besten? Wenn ich könnte das hier ranfahren. Warte mal, das probiere ich mal gerade ganz kurz. Ob man ein bisschen schummeln kann. Warte. Pass mal auf. Ups. Halt, hold. Hold. So, wir schummeln mal. Wisst ihr, dass ich eigentlich richtig gut im Cheaten bin? Also ich weiß nicht, ob es so gewollt ist, aber ich glaube nicht. Aber ich bin richtig gut im Cheaten. Oha. We must work together as allies. Friends. Okay. Da habe ich nichts gegen. I see what you did there. Okay. Gut, dann weiß ich ja schon, was ich machen muss. So, und dann das an. Dann gehe ich auf die Mitte. Dann mache ich das wieder aus. Das weg. Und das an. Und dann bin ich schon mal da drüben. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch diesen hier machen. Yes. It läuft. It läuft. This is the voice of Sarah Brooke, acting commander of the Europa mission. I know you can hear me, Ava. I counsel you caution. Your presence here is much like your AI friend. Engineered. She is alive. Ava, Sarah. Sarah's dangerous. Please exercise caution. She is alive? Warum hat er das gesagt? Achso, er hat es gesagt, weil es eine Feststellung war. Er ist, weiß nicht, ob er verwundert war. Aber warum sind wir auch... Warum heißt es, wir sind auch so zusammengebaut, ingeniert oder erschaffen, irgendwie so? Hä? Warum? Ich mach mal ganz kurz hier und guck, was das macht. Ich verstehe nicht. Warum kann ich das tun? Kann ich das damit runterschubsen vielleicht? Oder wie sehe ich das? Kann ich das dann runterschubsen damit? Wenn sie überhaupt da drauflegen. Huch, leck. Ich leg das mal hier hin. So. Oder ich leg das mal dahin. Oder dorthin. So. Das andere weiß ich nicht. Das mache ich mal weg. Hey, jetzt ist das ja auch offen. Ich lege das mal auf die andere Seite. So, dann stelle ich das einfach mal dahin. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, das Spiel. Es ist, ja. Aber die Musik. Weißt du, es erinnert mich so an Portal. Und ich habe Portal so gemacht. Wir haben es mal im Stream gespielt. Durchgespielt vor allem. Ja, ich glaube, ich muss dann das hier runterschmeißen als erstes. Das hat nicht funktioniert, aber der Ansatz ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Hätte ich mal gesagt.
Vielleicht hätte ich das jetzt auch nicht so lassen sollen mit der Stellung da, aber hey, da bin ich schon. I do like that music. It's very good. So, nochmal. Diesmal stelle ich sehr arg auf die Kippe. So. Das sieht gut aus. Dann probieren wir das mal, weil wenn das aktiviert wird, dann wird das aktiviert. Dann kommen wir da nämlich oben raus, aber was mit dem da ist, weiß ich dann nicht. Sollten wir vielleicht dann auch noch irgendwie rausfinden. Schups. Oder war es das jetzt? Nein, das war es natürlich nicht. Jetzt müsste ich ja theoretisch das Ding da unten steuern, aber das geht ja nicht von weitem. War da gerade vorhin jemand drin? Ich habe es nicht gesehen. Weil es sieht aus nach so einem Beobachtungsraum aus. Ach, interessant. Wir können das auch ausstellen, aber was bringt es mir? Ah. Okay, ich glaube, wir müssen es nochmal machen. Jupp. Machen wir es nochmal. Halt erstmal das noch. Es hat alles seine Logik hier. Man mag es nicht glauben. Das setze ich einmal dahin. Da setze ich einmal dahin. Es fehlt was, wenn die Musik nicht da ist, ne? So, halt, ich muss E drücken. So, hier. Wir brauchen als erstes das hier. Also das musst du ausfahren. Ich glaube, das passt so. Also wenn ich da jetzt Power to Surprise drauf gebe. Ne? Schon mal schön verfehlt. So, ich gebe Power to Surprise drauf. So. Jetzt drehe ich das Ganze. Oh, das passt jetzt. Warte mal, ich probiere nochmal, wie sich das ausfährt. Eigentlich ja genau so. So. So sollte das funktionieren. Pass auf. Jetzt gebe ich Saft raus. Drauf. Ja, geil. Mega. Puh. Schön. Schönes Level. Exercise caution. Was? Exercise Caution? Oh, Moment, ein Anruf. Wie immer halt in meinen Aufnahmen. So, das ging schneller als erwartet. Einwandfrei. Was? Extreme Caution? Hat er das gerade gesagt? Wir sollen extrem aufpassen. Alter. What? You are controlled. Ich habe dezent. Das sieht aus wie GLaDOS. You are a drone. Drone. Boah, ist das creepy. Alter, ich kann hier auch gar nicht laufen. What is this? Ich kann hier gar nichts machen, ich muss selber laufen. Tom Slave, Drone, you are controlled. Hello? Tom is controlling you, manipulating your every step. We built a Faraday cage to shield you from electronic signals, to break Tom's control of your mind.
Wir gehen von alleine. Tom steckt als... Oha. Ava, do not enter the cage. Ava. Ava, please. Ich kann nicht. Please, Ava. Ich muss es tun. Ich kann nicht gehen. Ich muss. What is this? This is free will, Ava. Tom has made you his slave. Outside of the cage, he will regain control of your mind. He has the power to indoctrinate you. I've opened your eyes. I'll meet you in person soon. Hey, wir sind doch jetzt aus dem Cage raus, oder? Ava, please listen. I warned you of the ground team. They are manipulating you. Have you been controlling me? Every member of the team agreed to neural implants to safeguard this mission from a misplaced sense of justice. I didn't know you were playing me like a violin. Ava, I am sorry that you are upset. We can work together, Ava, to search for the truth. Open the door. I'll open the door because I trust you, Ava. Do you trust me? Yes. We need to get to the ground team. We can work together. All right. Let's work together. Das ist ja abgefahren. Jetzt haben wir einfach die Person gewechselt. Nein! Nein, nicht wirklich. Ach du Heilige. Wir können jetzt... Ja, leck mich fett am Arsch. Wir können jetzt einfach... Alter. Wir können einfach jetzt den Charakter wechseln. Wie abgefahren. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Das war Chapter 4. Wir kommen jetzt in Chapter 5. Da sind wir wieder. Boah, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, was das für Möglichkeiten für uns hier ergibt. Ava, are you okay? Why didn't you tell me? What? Ava, you said it yourself. Teleoperation makes sense. We used drones on Mars. Why not use drones on Europa? Not human drones. Er hat's gerade zugegeben. Wir sind einfach wirklich eine Drohne. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, sonst würde das ja theoretisch eigentlich gar nicht gehen. Ja, aber dann ist es doch wirklich ein Indiz dazu, dass die anderen wirklich uns retten wollen und er halt der Böse ist, denke ich. Oder er hat uns wahrscheinlich mit diesem Schlaf zu einer Drohne gemacht. Kann das sein? Also das könnte ja gut möglich sein, ne?